Können Sie da hinten nicht fahren? Hey! Ich hab Vorfahrt! Reißverschlussverfahren! Nein, 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 nein! Er hat die Polizei gerufen. Leute, ich glaube, wir verlieren unser Führerschein. Jo, Leute, was geht? Heute gibt's auf jeden Fall wieder eine weitere Challenge in GTA 5. Und heute spielen wir GTA 5 mit einem Lenkrad und müssen uns versuchen, an die Regeln zu halten. Also keinerlei Regeln brechen. Das heißt, nicht Handy am Steuer, nicht zu schnell fahren, nicht über Rot fahren. Und vor allem, Leute, einfach nicht auffällig fahren. Das ist natürlich extra schwer, wenn man zum Beispiel noch mit einem extra Lenkrad fährt. Also ihr seht, Leute, ich kann nach links und rechts lenken. Und die Reifen, die drehen sich auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich auch Pedale, Freunde, wo ich zum Beispiel Gas geben kann und ich muss da echt drauf aufpassen. Aktuell habe ich zum Beispiel so Automatikmodus, aber wir werden den Schwierigkeitsgrad mit dem Lenkrad und den Pedalen Stück für Stück immer weiter erhöhen, Freunde, bis wir am Ende eine Regel brechen. Ob wir diese Challenge schaffen, erfahrt ihr dann in diesem Video. Leute, falls ihr mehr Videos mit dem Lenkrad in GTA 5 sehen wollt und andere Challenges, lasst ein Like da, lasst kostenlos ein Abo da, lasst uns auf jeden Fall bald die 750.000 Abonnenten schaffen. Ich würde sagen, wir starten aber mit dem Video. So, Freunde, wir haben es auf jeden Fall in der Stadt Los Santos so gemacht, ich guck mal kurz auf der Taste, dass zum Beispiel sehr viele verschiedene Kameras auf der Map von Los Santos unterwegs sind. Aber bevor wir uns auf die öffentlichen Straßen wagen, sind wir quasi jetzt erstmal auf dem Verkehrsübungsplatz und versuchen erst einmal herauszufinden, wie das überhaupt funktioniert, Leute. Denn ich habe jetzt so circa eine Stunde dran gesessen, dieses Lenkrad einzurichten, habe es allerdings noch nicht wirklich austesten können. Es gibt aber sehr viele Optionen. Wir versuchen jetzt erstmal ganz normal zu fahren, einfach mal normal Gas geben. So, wir sehen, Leute, wir fahren 30 km/h, sind gerade im zweiten Gang. Also alles cool, würde ich an der Stelle mal sagen. Und wir können, Leute, das werde ich auch später noch machen, die Perspektive ändern, dass wir aus der Ego-Perspektive lenken. Leute, schaut euch das mal an. Ich lenke rechts, lenke links und jetzt fahren wir im Slalom. Okay, alles klar. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal diese Perspektive. Und jetzt geben wir mal richtig Gas. Komm, zieh, Bruder. 120 km/h. Also unten links sehen wir jetzt in Meilen. Und jetzt müssen wir versuchen, die Kurve zu kriegen. Okay. Ja. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Leute. Und jetzt Vollbremsung. Okay, das hat ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, das hat gut funktioniert. Alles klar. Und das ist sozusagen der Automatikmodus. Wir können es allerdings so machen, dass ich dieses Spiel noch einmal deutlich schwerer mache. Ich kann zum Beispiel die Gänge auf sequenziell stellen. Das bedeutet, ich muss mit diesen Schaltpedals, Leute, wie im AMG, einfach schalten, damit die Gänge hoch und runter gehen. Ist leider vertauscht, aber ich werde das schon funktionieren, schaffen in diesem Video. Ich kann ABS deaktivieren und, Freunde. Ich habe leider keine Kupplung oder so. Aber jetzt versuchen wir Folgendes. Einmal rückwärts einparken. Ich weiß halt nicht, wie das geht. So, wir schalten einmal erstmal neutral rückwärts. Dann machen wir einmal kurz Gas geben. So, rückwärts Schulterblick. Ja, sieht gut aus. Und ja, ich würde mal sagen, das hat ganz gut funktioniert. Aber jetzt gehen wir auf die öffentlichen Straßen von Los Santos und werden Folgendes machen, Leute. Wir werden einmal versuchen, unser Auto zu tanken. Dann müssen wir versuchen, einmal irgendwas in einem Laden zu kaufen. Und ganz wichtig, versuchen, nicht die Regeln zu brechen. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Okay, Freunde. Jetzt sind wir in unserem Zuhause und wir werden uns erst einmal einen Wegpunkt setzen. Denn unser Auto ist zwar getankt, aber ich würde sagen, wir begeben uns mal zu Los Santos Customs. Wir versuchen, unser Auto mal zu tunen. Ich versuche da jetzt mal hinzukommen, ohne eine Regel zu brechen. So, wir sind gerade im Rückwärtsgang, das heißt... Hä? Warum bin ich in dem Rückwärtsgang? Hallo? Ich will im neutral erster Gang. Okay, erster Gang, Freunde. Ganz wichtig, denkt dran, ich kann keine Blinker setzen, aber wir müssen es so machen. Oh nein, Michael, was machst du da mit deiner Hand? Beruhig dich mal. So, fahren Sie vorbei, okay? Alles klar, das heißt, wir dürfen fahren. So. Okay, darf ich jetzt fahren? So. Zweiter Gang, neutral. Ah, Michael, mach nichts Bescheuertes, Michael. Mach wirklich nichts Bescheuertes. Okay, jetzt fahre ich. Okay, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist viel schwerer, als ich dachte. So, und stopp. Denn Leute, ich muss darauf aufpassen, wir sind im ersten Gang. Wenn wir schneller fahren werden, wie zum Beispiel auf dem Highway, wir werden noch auf dem Highway gehen, dann müssen wir echt aufpassen. Okay, aktuell haben wir 14.05 Uhr. Fuß ist auf der Bremse, wie ihr gerade unten links sehen könnt. Alles kann man einsehen. Ich glaube, warte mal, wenn wir rot haben, wir dürfen trotzdem rechts abbiegen, ne? Ich werde das nicht aus dem Kopf, aber ich glaube, das darf man, ne? Alles klar, dann ganz vorsichtig. Okay, okay. Übrigens, falls ihr euch fragt, wo ich das Lenkrad habe, Leute, das hat mir meine Freundin Jane geschenkt. Das war noch übrig gewesen. So.
Okay. Und ich muss sagen, das ist ein ganz cooles Lenkrad. Wirklich, das werde ich wahrscheinlich öfter benutzen. So, zweiter Gang. Leute, ich komme mir vor, jetzt würde ich meine Fahrschulprüfung nochmal machen. Okay, da hinten ist eine Kamera. Wenn wir jetzt geblitzt werden, dann haben wir schon verloren. Ich darf fahren. Stopp! So. Da hinten, Freunde, ist eine Kamera. Seht ihr das auf dieser Ampelmast? Da ist eine Kamera. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt rechts abbiegen darf. Wir werden aus Sicherheit, wir werden ja trotzdem geradeaus fahren müssen und sind ja Spur anlehnen, um zu Los Santos Customs zu kommen. Aber ich schalte jetzt mal in den ersten Gang zurück. Erster Gang ist drin. Können wir so ein bisschen, pass mal auf, Leute, können wir das hier machen? Ne, Moment. Okay, es ist grün. Es ist grün. Ja, jetzt links. Okay, jetzt nochmal links. Da müsste ich nochmal kurz warten. Okay, es ist grün. Okay. Oh mein Gott. Warum laggt es plötzlich? Ich muss geradeaus. Oh, Entschuldigung, das war keine Regel brechen. Leute, was ist mit dem Spiel los? Ich gehe mal folgendes, Leute, in neutral. Oh, jetzt müssen wir fahren. Erster Gang rein. Und jetzt fahren wir. Jetzt Blinker nach links. Wir tun mal auf links. Schulterblick. Einmal gucken. Okay. Jetzt haben wir immer noch grün. Vorsichtig. Gas dosieren. Langsam einlenken. Und stopp. Ganz vorsichtig. Okay. Aber Leute, passt mal auf. Ich versuche mal, die Ladies hier zu beeindrucken. Passt mal auf. Oh yes, Leute. Okay, erster Gang wieder rein und weiter geht's. Ich darf hier fahren, ne? Oh nein, wir müssen aufpassen, dass wir den Motor nicht kaputt machen. Okay, jetzt rechts rein. Erster Gang. Ah! Hello darkness, my old friend. Ey, aber ich habe keine Regel gebrochen. Leute. Und jawohl. Okay, jetzt einfach in Los Santos Customs rein. Wir werden so ein bisschen Tuning machen. So, bremsen. Okay. Leute, wenn ihr denkt, es ist einfach, mit Lenkrad zu steuern. Okay, normale Rennspiele sind vielleicht einfacher. Aber GTA 5 hat so eine merkwürdige Steuerung. Okay, Vollkasko regelt 180 Euro Selbstbeteiligung. Würde ich sagen, wir machen so ein bisschen Straßentuning, Freunde. So ein bisschen Tuning, dass die Leistung nochmal ein bisschen besser ist. Nehmen wir mal Neon Kids. Okay, ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Okay. So, als nächstes unsere Ziel, eine Tankstelle aufzusuchen. Und da haben wir leider keine in der Nähe. Die nächste Tankstelle, die wir besuchen könnten, wäre, ich glaube, hier in der Innenstadt. Also wir machen uns jetzt einen Wegpunkt an dieses Ziel, Freunde. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen werden. Keine Ahnung, Freunde. Wir werden den Schwierigkeitsgrad später nochmal erhöhen. Wir werden dann das ESP ausschalten. Und ob dann überhaupt was geht, weiß ich nicht. Und wir werden jetzt gleich in den First-Person-Modus schalten. Was ist mit den Fensterscheiben eigentlich los? Warum sehen die so komisch aus? Ah, ich kann nicht nach links abbiegen, ne? Ich kann jetzt nur nach rechts. Alles klar. Okay, dann nach rechts kommen. Jawohl, jawohl, jawohl. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ganz vorsichtig. Ich kann zum Beispiel, wie viele Gänge hat das Auto? 4, 5, 6. 6 Gänge hat, Leute, der AMG GTC. Wobei, ich bin mir sicher, der hat... Oh, oh. Leute, wir fahren sogar in die falsche Richtung. Aber jetzt kann ich links abbiegen, ne? Jetzt kann ich links abbiegen, genau. So, erster Gang rein. Zweiter Gang rein. So, ganz vorsichtig. Wir fahren ganz vorsichtig, Leute. Oh mein Gott, sind wir zu schnell gefahren? Ich hoffe mal nicht. Ist doch alles cool. Ist doch alles cool, Freunde. Noch keine Regel gebrochen in GTA. Und Race Start! Oh mein Gott. Ich habe nichts falsch gemacht, oder? Ah! Vorsicht. Hallo. Rowdy auf der Straße. Ey. Ey. Nix da. Weg damit hier. Können Sie da hinten nicht fahren? Ey. Ich hab Vorfahrt. Reißverschlussverfahren. Reißverschlussverfahren, Kollege. Alter, ich würde den so gerne rein. Speedlimit 60 Meilen pro Stunde. Leute, ich bin wieder auf 180. Oh. Das durften wir. Das durften wir, Leute. Ich tue mich schwer mit dem Abbiegen. Ich tue mich ein bisschen schwer, Leute. Nehmt's mir nicht übel. Das ist mein erstes Video, wo ich überhaupt mit Lenkrad spiele. Ich habe noch nie Lenkräder benutzt in GTA. Okay, wir haben grün, wir haben grün. Aber ich verstehe nicht, warum die... Oh nein, er macht Foto. Nein! Nein, 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 nein! Er hat die Polizei gerufen. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir brechen keine Regeln, wenn wir Unfälle machen. Solange es alles konform ist. Polizei ist auf seinem Weg. Wir dürfen den Tatort nicht verlassen. Also der Typ hat Polizei gerufen. Er hat das Telefon in der Hand, wie ihr sehen könnt. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Hallo, Officer. Leute, ich glaube, wir verlieren unser Führerschein. Ey, ich habe nichts gemacht. Es war rot. Ich habe es. Geben Sie bitte mir eine kleine Verwarnung. You have unpaid tickets. Ich soll 1000. Okay. Okay, aber wenn ich mein Telefon benutze, dann Okay, pay ticket. Ich habe bezahlt. Ich habe bezahlt, Officer. Ey, Freunde. Ich glaube, wir sind...
Ich glaube, wir sind durch. Ich muss einfach vorsichtig sein. Stopp, hier ist rot. Hier ist rot, hier ist rot. Wir haben nichts gesehen, Officer. Also, Leute, was gerade passiert ist, wir hatten einen Unfall. Polizei ist gekommen. Wir haben unsere Strafe bezahlt. Heißt, wir haben keine Regel gebrochen. Wir haben keine Regel gebrochen, Leute. Immer noch sind wir safe. Ich bin noch knapp unter dem Tempolimit. Zweiter Gang, erster Gang und anhalten. Leute, ich muss sagen, so langsam gewöhne ich mich daran. So langsam gewöhne ich mich daran. Achtung auf Fußgänger achten. Immer noch keine Regel brechen, Leute. Immer noch keine Regel gebrochen. Bis heute in diesem Video keine Regel gebrochen. So, okay. Jetzt wechsle ich in den First-Person-Modus. Und Leute, jetzt wird die Sache nämlich ernst. Denn ihr seht, wir sind in Sport-Plus-Modus oder Race-Mode. Wir sind, glaube ich, ja, wir sind in Race-Mode gerade. Oder? Sind wir doch. Ne? Genau. Jetzt versuchen wir, GTA 5 mit dem Lenkrad in First-Person zu fahren. Alter, kann's aber grün werden. So, dankeschön. Ey, Hupen. Wo ist die Hupe? Ich weiß nicht, wo die Hupe war, aber so, ganz, ganz locker, Leute. Wir dürfen 45 Meilen pro Stunde fahren. Das ist eigentlich voll krass. So, zweiter Gang, erster Gang. Vorsichtig. Ey, ich fühle mich, es ist so ein immersives Gefühl. Es ist so ein geiles Gefühl, Leute, durch Los Santos mit Lenkrad zu fahren. So, wo ist die Hupe eigentlich? Hier? Hallo? Wir machen jetzt Race Start, Leute. Passt mal auf, ihr seid live dabei. Wenn die Ampel... Officer, Sie haben nichts gesehen. Ich habe gar nichts getan. Sie können mir nichts. So, Race Start gleich, Leute. Come on! Ampel wird grün. Und jetzt... Oh mein Gott, Digga! Nein! Ey, Leute, wirklich, ich wollte doch nur entertainen. Ich wollte doch nur einen Race Start machen. Ich habe aber nicht darauf geachtet, dass der Wagen zu schnell ist. Wir haben eine Regel gebrochen. Und wenn wir jetzt weiter auf der Straße bleiben, dann werde ich auch weiter eine Regel brechen. Okay, wir fahren rechts ran. Okay, Freunde, ganz kurz zusammengefasst. Der Race Start war wirklich krass. Es war ein krasses Feeling. Besser in GTA als in Real Life, muss ich sagen. Also es ist besser, das in GTA zu machen als in Real Life, Leute. Diesen Race Start. Aber wir haben die erste Regel gebrochen. Versuchen wir bis jetzt keine weitere zu brechen. Was wollen Sie? Entschuldigung. Kann ich ihn weiter? Hey, hallo! Hallo, was sollte das? Wir machen weiter, Freunde. Oh Mann, wir müssen rechts abbiegen. Immerhin, wir sind gleich angekommen, Freunde. Kann ich hier links abbiegen? Kann ich hier links abbiegen? Ich glaube schon, jawohl, geht. Perfekt. Jetzt hier längs abbiegen. Ah, die Lenkung ist okay, die ist okay. Warte, ich muss hier rechts, ich muss hier rechts, ich muss hier rechts. Schulterblick, hallo, Schulterblick. Okay, okay, und hier ist die Tankstelle, Freunde. Hier ist die Tankstelle, da tanken wir den Wagen auf. Und hier links gucken. Darf man wenden? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, wir dürfen wenden. Okay. Wir warten jetzt, bis grün wird. Erster Gang ist drin. Und dann, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ich finde, ich habe so Spaß an dieser Challenge. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Sorry für den Versprecher, aber lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr Videos mit dem Lenkrad sehen wollt, verschiedene Challenges, schreibt mir eure Ideen bitte in die Kommentare rein. Und lasst gerne kostenlos ein Abo da. Ja. Ich glaube, wir müssen wieder auf die Polizei warten. Wie regel ich das jetzt? Muss ich jetzt mein Ticket bezahlen? Hier, Pay-Tickets. Okay, alles wird bezahlt. $10 haben die mir abgezogen. Okay. Okay, jetzt rechts rein in die Tankstelle. Und hier können wir tanken. Hier können wir tanken. So. Ich verstehe gerade wirklich nicht, ob ich es machen muss. Aber ey, offensichtlich ist unser Auto so voll getankt, dass wir es gerade nicht tanken können. Und Leute, jetzt machen wir als letztes folgende Challenge. Und zwar werden wir auf den Freeway gehen, auf den Highway. Und versuchen, so schnell mit dem Lenkrad zu fahren, wie es geht. Leute, ESP ist deaktiviert. Ich kann hier ESP anstellen. Ich kann, was können wir noch? Neutral haben wir drin. Alles klar. Dann würde ich sagen, Leute, machen wir nochmal einen ordentlichen Race-Start. Okay, weiter geht's, Leute. Der Race-Start ist los. Dritter Gang. Vierter Gang. Oh nein, 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 nein. Weiter, 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 weiter. Fünfter Gang, Freunde. Komm, wir fahren ziemlich schnell, muss ich sagen. Sechster Gang ist drin, Freunde. Wir haben, glaube ich, die Top-Speed gleich erreicht. Okay. Hier quetscht mich durch. Wir nehmen kurz eine Abkürzung hier an der Tankstelle. Und jetzt, Leute, passt mal auf. Bäm! Handbremse. Okay, das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Aber ey, hat auf jeden Fall super funktioniert schon mal. Oh mein Gott, Leute, wir waren hier Donuts mit dem Auto. Jawohl. Nein. Nein, nein, nein. Leute, ihr denkt wirklich, das sieht einfach aus, ne? Aber es ist es nicht. Manchmal ist das Lenkrad ein bisschen zu weich. Manchmal ist es zu hart. Ich komme ganz gut zurecht. Tut mir leid, Motorradfahrer können halt nichts dafür, dass sie auf Motorrädern fahren. Oh mein Gott. Und jetzt, was passiert, wenn ich ihn neutral schalte? Boah, was passiert, wenn ich ihn in den Rückwärtsgang schalte?
Oh mein Gott. Okay, dann fahren wir, würde ich sagen, nach Hause. Dafür sind diese Dinger doch da, oder? Dass man wenden kann auf der Autobahn, oder? Spaß. Natürlich weiß ich, dass das nicht der Fall ist, Leute. Alles klar, Freunde. Ich lasse das Auto erstmal hier stehen. Gut, der eine Typ hat sich erstmal verabschiedet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Falls ihr mehr Challenges mit GTA 5 mit dem Lenkrad sehen wollt, lasst Like da. Lasst gerne kostenlos ein Abo da. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden gerne, was auch mit Jane angeht. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir gerne auf Instagram. ID-Zug ist raus, haut rein, Freunde, und ciao!